Hi, hier ist wieder Chris von Chrisher Games und wie ihr seht, habe ich jetzt hier Heines Grünschnabels komplett fertig, also alles geschafft. 6-mal Gold geholt, ihr könnt ja mal kurz reinschauen. Und ja klar, Trainingsprogramm ganz normal abgeschlossen. Alles andere mit Gold. Zeiten sind vielleicht jetzt nicht unbedingt der Oberknaller, aber ja gut, muss man halt noch ein bisschen mehr üben. Aber Gold ist schon mal okay und mir reicht das ja auch. Und deswegen gehen wir auch gleich weiter in den nächsten Level, also hier Arktisches Open, wurde mir ja freigeschaltet, schon vor ein paar Levels davor. Und ja, fangen wir einfach mal hier an. Ihr seht ja auf der linken Seite kein Gold, kein Silber, keine Bronze, noch nie gespielt. Also schauen wir mal, was uns da jetzt erwartet. Starten wir auch gleich mal durch. Mal schauen, wir haben jetzt Trainingsprogramm 2, das heißt, hier muss man auch erstmal trainieren, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Kann sein, dass man in jedem Level oder freigeschalteten Level noch ein paar Zusatzsachen machen kann. Da bin ich aber gespannt. Hoffentlich stelle ich mich nicht wieder zu blöd an. Aber naja, vielleicht habt ihr ja dann noch ein bisschen was zu lachen. Trainingsprogramm 2. Probieren wir mal ein paar mittelschwere Techniken. Hey Cindy. Also neigen ist ja klar, bremsen ist auch klar. Okay. Okay, müssen wir uns natürlich nach vorne begeben, das ist ja klar. Das ist ja, wie gesagt, nur zum Testen, ne? So. Ach so. Also einfach ist das anscheinend gar nicht. Also ich gehe jetzt nach vorne. Das ist okay. Hallo? Ey, was muss ich noch machen? Scheiße. Aber das kriegen wir gleich hin. Ich habe ein gutes Gefühl. Na geht doch, hallo. Also das sieht man ja an dem Bild da hinten. Das heißt, ich muss jetzt dagegen knallen und versuchen, die Balance zu halten. Halt. Oder wie? Der sieht jetzt aber ein bisschen komisch aus. Den würde ich mal gerne von der anderen Seite jetzt sehen. Krass. Wie denn jetzt nochmal? Also ich muss jetzt ein bisschen nach oben. Okay, ich glaube, ich weiß jetzt wie. Das heißt, ich muss erstmal mit dem Vorderrad dagegen stoßen. Das heißt, ich muss aber nach hinten mich neigen. Das ist ja gar nicht so einfach. Alter, das ist aber wirklich schwer, oder? Ja, das habe ich ja schon immer gemacht. Das ist ja nicht so schwer. Geil! Ey, ist das eine Strecke? Entschuldigung, aber... Ey, sowas fasziniert mich ja wahnsinnig. Ach, schade, jetzt kann ich ja nicht mehr zurück. Das ist ja doof. Und jetzt? Wo muss ich denn hin? Ach, darüber. Ah, ja, okay. Ey, ich liebe sowas. Ohne Scheiß, das ist so abgefahren. Aber das ist trotzdem ziemlich kompliziert. Ich habe auch das Gefühl... Aber geht nicht so einfach. Wie kann ich das jetzt, wie kann ich den nach vorne bringen dann? Der ist auf jeden Fall schon mal drauf. Alter, der war bestimmt mal Akrobat. Ist das heavy. Oder muss ich da oben gehen kommen? Jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Na toll, wie komme ich jetzt da weiter? Jetzt hänge ich aber fest. Vielleicht kann ich noch ein bisschen nach vorne ruckeln. Nach hinten? Nach vorne? Reicht nicht. Ne, gehen wir mal wieder zurück. Ey, das macht ja so eine Laune. Ey, das ist so geil. Aber da oben, vielleicht kann ich mit dem Kopf dagegen stoßen. Okay, das ist ja schon mal nicht schlecht.
Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich mache das nochmal. Das war ja nicht so einfach. Das war nicht so leicht, muss ich sagen. Oh, war ja, gehen wir mal zurück. Und probieren wir das nochmal. Okay, das hat er schon mal hingehauen. Das war schon mal okay. Jetzt mit dem Vorderrad da nach oben. Das ist schwieriger, weil man ja da nur ganz leicht antippen muss. Hat nicht gereicht. Also das heißt, das ist nicht leicht. Da muss ich nach hinten und so. Okay, schon besser. Dem tun bestimmt jetzt ein paar Sachen weh. Tut mir natürlich leid. Aber das habe ich jetzt gesehen, das ist ja total cool. Auf dem Bild kann man genau sehen, wie man das machen muss. Ey, das ist ja voll abgefahren. Na gut, war ein Rückwärtssalto mit Rückenproblem. Ah, das wollte ich eigentlich nochmal machen. Na egal. Na gut, fahren wir mal hier rüber. Das klappt auch. Aber das ist nicht so leicht, finde ich. Obwohl, diesmal bin ich schon ein bisschen weiter rüber gekommen, also klappt das doch gar nicht mal so schlecht. Na gut, dann haben wir das Ding durch. Fast. Ah, schon wieder nicht. Ah, fahren wir nochmal ein Stück zurück. Astrein, ey, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Macht immer mehr Spaß. Training abgeschlossen. Und ja. Gehen wir duschen. Wir gehen duschen. Wieder eine Trainingseinheit. Auf jeden Fall. Ja, Training abgeschlossen. Ich denke mal, Ergebnisse sind soweit okay. Wir haben ja jetzt die Rennlizenz 2. Ah, da sehen wir schon. Rennlizenz 3 und 4 und FMX-Lizenz. Das heißt, jedes Mal kommen wir dann ein bisschen weiter. Aber was ich jetzt mache, ist natürlich das erste Spiel. Werden wir natürlich jetzt auch machen, weil es so schön war. Und jetzt haben wir Sky oder Chopper. Wir haben mal gucken. Gucken wir mal, was da abgeht. Aha. Wollen wir uns den nehmen oder was gibt es denn noch Schönes? Ach, den haben wir vorhin schon mal freigeschaltet. Aber der ist auch okay. Wahrscheinlich geht das auch nur mit dem. Na, nehmen wir den. Ski oder Chopper? Sky oder Chopper? Nee, Sky wird da mit Y geschrieben, also Ski oder Chopper. Puh, jetzt bin ich ja mal gespannt. Hätte ich warten müssen? Nee, ist okay. Und Crash. Hm. Oh, das stelle ich mir aber. Also, das wird noch eine richtige. Das wird Zeit kosten, auf jeden Fall, glaube ich. Please note that snow in this area is white decorative foam. In case of contact with skin, contact a physician immediately. Ah, da hätte ich. Oh, das war aber knapp. Da können wir natürlich gleich ein Salto machen, ist ja wohl klar. Oh, war das knapp. Ey, ist das cool! Hä, wieso ist denn der hingefallen? Hallo? Ey, der stand da wie eine 1. Machen wir das gleich nochmal. Na gut, ich gebe zu, ist nicht so der Knaller wie jetzt hier. Aber war nicht schlecht. Und wir haben mal wieder die Totenkopfmedaille gewonnen. Also Bronze. Ist das schon mal ein Anfang? Center. Aha. Aber warum ist der vorhin einmal weggerutscht? Das kann ich gar nicht nachvollziehen so richtig. So, Bronze. Da klatscht gar keiner, ist mir gerade mal aufgefallen. Na super. Na gut, da bleiben wir aber bei. Ne? Wir müssen erstmal Silber holen, dann Gold, vielleicht auch Gold gleich beim nächsten. Passt. Und dann ziehen wir das Ding jetzt mal durch. Fehler 2. Oh, 2 Fehler. Na, dann müssten wir jetzt mit einem Fehler zumindest die Silbermedaille bekommen.
volle Konzentration. Ja, hat ja wieder super geklappt. Gleich nochmal. Also entweder hätte ich jetzt doller fahren müssen oder nicht so stark. Das ist ja scheiße. Habt ihr gesehen? Jetzt habe ich das nämlich übersprungen. Ja, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Bis ich was gesagt habe. Ich merke jetzt auch, wenn ich Gas gebe, da geht der sofort nach oben. Der rutscht der wieder? Nee. Ist okay. Also irgendwie habe ich das... Ah, das kann sein. Vorher in dem Level war das Motorrad nicht so stark. Jetzt hat es einfach mehr Power. Dementsprechend geht das vorne mehr hoch, wenn ich Gas gebe. Und genau da ist jetzt der Punkt. Ah ja. Ist zwar neuer persönlicher Rekord, reicht aber nicht für die Silbermedaille, aber jetzt habe ich verstanden, dass ich mit dem Gas jetzt schon wieder ein bisschen mehr aufpassen muss. Das heißt, es wird natürlich dann entsprechend immer komplizierter. Den nehmen wir wieder. Das heißt, umso besser die Karren werden, umso mehr muss man aufpassen mit der Steuerung. Hm. Ja, das sieht schon gar nicht mal so schlecht aus. Ast rein. Na, da kann man nicht meckern, oder? Das ist da schon mal ein Anfang. Ein Looping hauen wir jetzt noch mal kurz rein. Der mal schreit, das ist ja wohl gut. Ah, das war ein bisschen zu wenig Gas, glaube ich, oder? Reicht das? Na, ist ein bisschen abgebremst. Aber müsste da Silber sein, oder? Silber oder vielleicht noch mehr? Silber. Okay, das heißt, eigentlich müssen wir jetzt zum nächsten das schaffen. Und dann ist das erledigt. Oh, es gibt wieder Geld. 1050. Mal sehen, ob ich das jetzt ein bisschen schneller hinbekomme. Oh, eigentlich bin ich zufrieden damit. Das ist okay. Aber die Optik. Boah, und ich sehe noch so viele Levels. Genauso mit Trackmania. Das spiele ich übrigens direkt danach gleich nochmal. Und da kommt man gar nicht mehr weg. Das macht einfach so viel Laune. Oh, das war nicht so gut. Okay, aber jetzt die Goldmedaille. Wollen wir? Na klar, kriegen wir auch. Kann ja nicht so schwer sein. Wir haben eine Menge gelernt jetzt. Es gibt zum Beispiel jetzt nur noch Vollgas. Nicht immer, wie man sieht. Das ist nämlich genau das Problem. Die Karre ist unheimlich stark. Auf jeden Fall merke ich, dass ich auf jeden Fall immer besser werde von der Steuerung her. Auch wenn das jetzt komisch aussieht aber und sich komisch anhört. Aber das ist einfach, und ihr seht, ey, das ist so abgefahren. Und mit dem Körper da rein. Okay, eigentlich ja nicht mal so schlimm. Der Anfang ist ein bisschen komisch, weil hier habe ich das Problem, dass ich schon Gas gegeben habe. Und ich weiß aber nicht, warum der da abgerutscht ist. Normalerweise müsste der am Start direkt... eigentlich den Absprung auch schaffen. Schafft er aber nicht irgendwie. Müssen wir gleich mal gucken jetzt. Aber direkt, passt mal drauf auf. Direkt jetzt, wenn das runtergeht. Wenn ich jetzt hier schon Gas gebe. Ich habe jetzt nur ganz leicht Gas gegeben. Da geht das, wie ich gerade festgestellt habe. Oh, war das knapp. Alter Verwalter. Ey, wunderbar. Kann sich doch sehen lassen. Hätte ich eigentlich auch noch ein Salto machen können.
Rechtsstelle kann man so ja über diese Dinge rüberfahren. Ast rein. Ey, das war doch nicht schlecht, oder? Kann man doch echt nicht meckern. Na, das hätte mich auch gewundert, wenn ich da nicht die Goldmedaille bekomme. Super. Freue ich mich selber darüber natürlich, wie ihr das natürlich auch hört. Und ja, Gold reicht mir. Ich bin zufrieden. Und schön wieder. Natürlich wie immer, dass ihr mir über die Schulter geschaut habt. Ich denke, euch hat das sicherlich diesmal auch ein bisschen besser gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, euer Chris. Ciao, ciao.